Heißt, ich nehme jetzt einfach mal. Morgenstund hat Blei im Mund. Keine Ahnung. Hier einen hin. Und da einen. Dann mache ich die so schräg nebeneinander. Und hier einen. Und. Ah, hier einen. Dann können wir hier noch einen hinstecken. Und da noch einen hinstecken. Dann sollte das hier ganz gut sein, wenn ich hier so einen Kreis stehen, so einen Halbkreis. Hallo, Leute? Ach ja, gut. Der eine ist hier unten noch beschäftigt. Und da produzieren wir jetzt mal ordentlich Feuerfresser und Space Marines. Ja. Jetzt haben wir keine Mineralien mehr, auch fein. Aber Schnurz, wir spielen auf normal, da macht es sowieso keinen Unterschied. So, hier gehst zurück. Haben wir da genug Mineralien? Nee, haben wir nicht. Ich hau nochmal ein paar zusätzliche davon raus. Hier geht auch nichts mehr gerade. Was macht denn da der Space Marine drin? So. Ja. Ist klar. Okay, jetzt haben wir ein paar zu viele Leute in der Dingens drin. Und wir hatten ein bisschen vernachlässigt, dass wir jetzt Marines, Space Construction Vehicle, SCVs produzieren. Nicht genügend Mineralien. So, jetzt kommen. Warten. Super, danke sehr. Und die vier kommen auch wieder zurück. Und ich hau mir jetzt hier diese da. Hier mit rein. Und was machen wir damit? Ach, keine Ahnung. So, mal sauen. Hier geht alle da rein. Hier geht alle da rein. Und mit den zusätzlichen davon weiß ich nicht so wirklich, was wir damit machen sollen. Die ganzen Medics sind eigentlich überproduziert. So, jetzt haben wir hier noch drei Feuerfresser. Die kommen alle nach da oben. Obwohl, nee. Nee. Laden mal hier zwei aus. Aus Erfahrung weiß ich, dass diese Viecher teilweise mehr seitlich kommen. Insofern habe ich die jetzt nicht mittig gesetzt, die Bunker. Auch damit wir später noch einigermaßen gut hier durch die Gegend kommen. Und damit hier noch Einheiten rauskommen, meine ich. Und jetzt haben wir hier vier davon. Jetzt können noch die vier Space Marines hier rein, jeweils. So, du da. Und ihr da. Und auf eins immer noch zusätzliche davon. Okay, und jetzt haben wir hier zusätzliche Marines wieder. Ach Mensch. Heißt, wir können gleich nochmal ein paar Bunker bauen. Und die setze ich diesmal ein bisschen vorgelagert vielleicht. Nee, ich setze sie diesmal wieder so schräg hier hin. Hier drüben genau das gleiche. Hier ist natürlich blöd, das Ding hier kriegen wir nicht kaputt. Nee, machen wir nichts mit. Wir haben 2 Minuten 49, dann ist wieder Nacht. Und jetzt sollten wir mal zusätzlich, weil wir jetzt ja gerade schon die Hellions dazu gekriegt haben, noch, obwohl die müssen eigentlich jetzt da vorne hin. Hier gleich mal gerade zwei raus. Die kommen damit hier hin. Wieder rein. Zwei da raus. Ich schau die mal nach innen. Dann haben wir noch einen zusätzlichen Feuerfresser irgendwo gehabt. Ja, ich hatte noch einen überproduziert. Kommt der da noch mit drin? Und wieso ich das mache, ist einfach der Grund, dass wir jetzt eine wesentlich bessere Verteidigung auf Nahkampf haben. So, du kommst da zurück. Die geht da rein. Und ihr kommt auch alle da rein. So. Die drei hier, die überflüssig sind. Hallo, was macht ihr da? Ihr solltet doch Bunker bauen gehen. Habe ich euch das nicht gesagt? Nee, wahrscheinlich nicht, wie ich mich kenne, aber egal. So, mal gucken. Ich würde jetzt noch überlegen, ob wir nicht einen zusätzlichen hier noch jeweils reintun. Einen zusätzlichen Feuerfresser. 1 Minute 39, okay. Aber egal. Wir haben. Ach ja, wir haben so ein Ding schon. Da können wir Hellions produzieren. Heißt, wir können auch nichts anderes machen. Da haben wir noch so ein zusätzliches Teil hin. Zusätzlich. Und ich halte mir mal ein mobiles Squad hier irgendwo bereit. Nur für den Fall der Fälle. Geh mal hier rüber, bitte. Und wir brauchen nochmal einen. Ich habe irgendwie immer den Eindruck, ach ja, das war falsch eigentlich. Aber ist eine gute Idee. Sollten wir auch mal demnächst machen.
so lange Linie. Na komm, machen wir da noch eins hin. Wir haben drei Arbeiter, die nicht wissen, was sie machen sollen. Obwohl, nee, eigentlich. Du kommst mal dahin, du kommst hier hin. So. Da einer rin. Drei, das sind, okay, vier. Und die restlichen. Na ja, gut, komm mal hier. Ja, ja, ja. Okay, jetzt haben wir noch nichts gemacht. Aber egal. Was, der geht nicht, der ist kein Platz. Ach, ihr seid doch blöd. So, kommt her. Und zusätzliche Depots. Wir haben genug Geld, insofern was soll's. Fügt ihr mal noch zu zwei hinzu. Und da machen wir jetzt einfach nochmal einen zusätzlichen Dingensens. Zusätzlich. So, wie viel haben wir jetzt hier hinten? 18, 16 haben wir jetzt gerade. Du solltest Wachen aufstellen. Sie werden bald wiederkommen. Was? Ich brauche doch keine Wachen. So, haben wir hier noch irgendwo? Ja. Das ist doch. So, hier kommen mal zwei raus, bitte. Unsere Scanner empfangen eine unbekannte Zergsignatur. Das Ding kommt darin, das Ding kommt darin. Eine eingegrabene Kreatur zu handeln, die tagsüber unter der Erde bleibt und sich nur nachts aushält. Jo. Sir, wenn Sie eine dieser Kreaturen zur Strecke bringen, kann Statman sie untersuchen und daraus vielleicht sogar einige Erkenntnisse ziehen. Ah ja, okay, gut. Gut, ja, was auch immer. Das da und das da. Ja, fein. Müssen wir mal gucken, ob wir das nachts mal irgendwann machen. Wahrscheinlich dann eher gegen Ende. Die Mission wird ziemlich lange dauern. Weiß ich schon jetzt. Wenn wir einfach... Ach, keine Ahnung. Hier tolle Erklärung einfügen. So, das ist jetzt gerade unser mobiles Trüppchen, was eigentlich zum Großteil aus Sanitätern besteht. Die machen also schon Upgrade irgendwas. Okay. Machen wir hier noch da eins von. Das ist schön, dann können wir jetzt nämlich auf plus 3 auch upgraden. Das ist sehr super. Und jetzt sage ich einfach mal, wir hauen noch ein paar zusätzliche Marines raus. Einfach was können. Alle darin. Und da machen wir ganz viele... Ach ja. Von den lieben kleinen Hellions. Schade allerdings, weil wir spielen zwar mit Heart of the Swarm, aber die Features davon, die wurden alle noch nicht übernommen. Heißt, es gibt noch nicht irgendwie sowas wie Hellbats oder so ein Kram. Falls ihr euch wundert und, also falls ihr das Spiel schon ein bisschen kennt. Weißt du was? Mit dem hier, ich glaube, da machen wir mal einen Patrouillen-Move. Ansonsten kommt der hier nicht überall hin. Der hier müsste eigentlich überall rankommen, ja. Die sind auf Auto-Repair, heißt, die machen hier alles wunderbar. Jetzt haben wir drei Stück, brauchen wir noch. Und ich produziere mal gleich noch einen und noch einen. Weil wir können hier gleich nochmal neue Raffinerie ranbasteln. Und der kommt noch ein dritter drin. Okay, machen wir hier mal zwei, drei Stück von. Zwei Stück. Dafür reicht's. Und jetzt haben wir hier unser mobiles Trüppchen mit den zusätzlichen Sanitätern, die eigentlich gar nichts bringen gerade. Egal. So, machen wir auf die 5. Und das sind unsere Hellions. Da könnten wir jetzt noch ein Panzerungs- oder ein Dingensens-Upgrade drauf machen. Ich hau jetzt erstmal für den Anfang das Waffen-Upgrade drauf. Weil ich habe irgendwie den Eindruck, das bringt mehr. Und ich hau mal noch einen zusätzlichen Scanner hier hinten in die Ecke. Weil die Dinger eigentlich nicht schlecht sind gerade in der Mission hier. Weil man kann eigentlich die sehr gut gebrauchen. Weiß man gar nicht, aber... Wir würden zum Beispiel sehen, weil hier hinten ist so ein Ding, was man durchbrechen kann, wenn hier irgendwelche Gegner anfangen, hier durchzulatschen. Weil derzeit latschen ja alle außen rum. Und ich weiß gar nicht... Ne, hier hinten geht nichts hin. Heißt, wir könnten eigentlich theoretisch hier hinten noch irgendwo eins hin machen. Was jetzt euch unbedingt nötig ist. Warte mal, damit du mir nicht die ganze Zeit hier angezeigt wirst, als irgendwie ohne Arbeit, machst du mal auch ein Patrouillenbewegungsdingensens-Kram. Obwohl, nee, du kannst da rein. Okay, noch einer rein. Und da brauchen wir noch einen. Dann haben wir genau die volle Anzahl drauf. Und weniger brauchen wir auch gar nicht. Mehr. Weniger ist mehr, ihr wisst schon. Okay. So, dann können wir jetzt eigentlich nur noch warten. Und ab und zu, wenn wir es denn uns leisten können, Hellions raushauen. So, wie viele Hellions haben wir jetzt? Wisst ihr was? Ich könnte jetzt eigentlich die ganzen Baracken hier, die wir hier überall haben, wegschmeißen und stattdessen da, zumindest die beiden könnte ich jetzt wegschmeißen und stattdessen da noch zwei Factories hinbauen.
Ich glaube, das mache ich sogar. Jetzt mal nach da hinten. Und weg da. Und jetzt hau ich mir mal... Nein. So. So. Jeweils noch einen davon hin. Okay. Jetzt sind sie zwar alle in der Warteschlange da hinten, aber egal. Was soll's. So, ihr kommt bitte noch alle auf die 2. Hui. Und jetzt sollte es doch ganz gut abgehen. Ja, okay. Okay, schickt mal da hinten hin. Tagesanbruch in 30 Sekunden. Und die Aliens kommen jetzt auf meine 4. Wird auch immer super schnell da. Was machst du denn da? Wird auch immer super schnell. Alle bereit. Auf die 4 wollte ich eigentlich machen. Egal, das ist jetzt wurscht. Haben wir alle auf der Hälfte 3. So. Hält ganz gut die Verteidigungslinie. Bin froh drüber. Und jetzt, wie viel haben wir gerade? Ach, keine Ahnung. Machen wir noch ein paar mehr. Schaden kann es nicht. Okay. Gut, fein. Dann rücken wir mal aus, nicht wahr? Dass du bei Sonnenuntergang zurück sein musst. Okay, tun wir. Ich mach die Nacht zum Tag. So, alle durch die kleine Engpassage hier hinten. Wenn alle draußen sind, greifen wir an. Was ist das? Eine Art Nest? Das solltest du besser zerstören. Na, jetzt kommt mal her. So. Schön, dass wir weitere Depots brauchen. Ich guck mal gerade. Wir haben noch ein paar Arbeiter, die eigentlich was machen können zusätzlich zu dem, was sie sowieso schon machen. Du kannst ja dahin. Du kannst auch dahin. Und währenddessen. Flup, 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 flup. Okay. Die da machen jetzt einfach irgendwas. Wir können die eigentlich direkt. Lass uns mal gerade was ausprobieren. Und zwar setzen wir einen Wegpunkt dahin und dann einen Wegpunkt auf die Einheit hier hinten. Dann sollten die mal eigentlich direkt dazukommen. Das Einzige, was blöd ist, ist, dass wir die nicht mehr auf dem Hotkey haben. Aber ist dann eigentlich auch schon egal. So. Jetzt greift mal hier alles an, was irgendwie euch im Weg kommt. So, das funktioniert eigentlich mal ganz gut. Was macht ihr denn da? Greift mal an. Ja, ja, ja. Feuer in Flamme. Wie, keine Ahnung was. Ich mache mal gerade den Ton leiser, weil es gerade extrem laut ist, immer wenn die losfeuern. So. Okay. Gut. Und wir müssen am nächsten Nacht gucken. Ja, ja, ja. Da kommt wieder irgendwer nicht ran. Dass wir möglichst mal nachts draußen bleiben. Um dann... Ach, danke sehr. Diese zusätzlichen Viecher dazu kriegen. Okay, ihr seid auch super drauf. Okay, dann habe ich mal auch auf die 3. Und ich warte immer noch darauf, dass hier irgendwas hinten durchbricht. Aber naja, was soll's. So, ist hier überhaupt noch was? Nee, hier ist nichts mehr. So. Das geht auch ganz gut. Und ich glaube, mit dieser Anzahl an Aliens können wir auch schon wagen, nachts draußen zu bleiben. Das sollte ganz gut gehen. Ah, jetzt kommt hier hin. Hey, was soll denn das? Sieht aus, als wäre dieser Bereich sicher. Jo. Weiter so, Leute. Was auch immer. Wir werden sie aufhalten. Also sicher ist was anderes, weil hier immer noch alles voll bedingst ist. Voll unter Beschuss, in Anführungsstrichen. Naja, weil die Viecher hier überall kommen können. Aber was soll's. Das ist uns ja wurscht. So, schön. Na, das wird auch gleich fertig sein hier alles. Ja. Feini, feini. Supi. Eigentlich sind Aliens nicht die beste Variante, um Gebäude zu zerkloppen. Das könnte man mit Marauder, glaube ich, schneller machen. Ist aber jetzt nicht so unbedingt das Allerschwerste. Insofern, was soll's. Ich glaube aber, ich weiß nicht, ob das mit dem Feuer jetzt irgendwelche Auswirkungen hat. Bei den Dingern hier. Aber keine Ahnung. Mal schauen. So, 2 Minuten 42 haben wir noch. Und ich glaube, da kommen keine mehr. Nee. Heißt, ach ja. Wir brauchen wieder weitere Depots. So, kommt mal her. Pflanzt die Dinger mal überall hin. Und wir haben sowieso bald volles Supply.
Da steckt irgendwer in Schwierigkeiten, ja, ja. Das höre ich ja nicht so gerne. So, dann sollten wir eigentlich volles Supply haben, oder? Nee, keine Ahnung. So, ihr macht irgendwas? Nee, ihr macht gar nichts. So. Ja, Depots basteln wir schon. Muss nicht rummeckern. Das geht schon noch. So, ich finde es ganz gut, wie sie sich gegenseitig verteidigen gerade. Haben noch keinen einzigen verloren. Aber auch wenn, die Dinger sind irgendwie ein bisschen billig. Oh, guck mal, da ist ein Sporenkrabbler. Was ist denn der hier? Also richtig schwer wird es noch nicht. So. Die sind dazu. Okay. Supi. Du hast sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Ja, das machen wir großartig. Wir sind ganz toll heute. Ist das alles? Ich mach das immer mit diesem bisschen Vorrücken und dann schießen. Einfach weil ich nichts anderes zu tun habe. Insofern wundert euch nicht drüber. Oh wow, ja, wir sind so toll. Okay, ich glaube hinter uns, ja, in der Ecke da hinten war noch was. Aber ich glaube, wir gehen erstmal da lang. Oh, guck mal. Ja, alles kommt. So, komm mal her. So, da kommen gerade die hintere nicht ran. Ja, der kommt da auch nicht ran. Das ist auch egal. So. Geht sowieso ganz gut gerade. 25 Sekunden haben wir noch, heißt wir sollten langsam mal zurück. Okay. Ja, Stau. So sieht's auch immer um 3 Uhr nachts oder so bei mir auf der Hauptverkehrsstraße aus. Da fahren die Autos auch alle so an. Klar. Auf dem Highway. Ja, gut. Hab mich gerade gewundert. Ach ja, gut. Ach, das sind die immer noch folgen. Das ist ja fein. 44 Aliens. Oh mein Gott. Haltet eure Augen offen. Da draußen wird noch ein ganzer Haufen von denen rumlaufen. So, der müsste eigentlich nicht mehr zurückkommen hier. Aber ganz ehrlich. Irgendwie sehe ich das jetzt nicht ein. Wir bleiben mal. Wir gehen mal raus. So. Wir machen mal schön einen Attack-Move. So, kommt mal her. Supi. Wow. Jetzt sind die garantiert stinks. Ja, ist mir ziemlich egal. Vielleicht sollten wir auf Tageslicht warten. Verseuchte Marines. Teufel auch, Jimmy. Das gefällt mir. Nee, keine Ahnung. So, das geht ja ganz gut eigentlich noch. Wir verlieren zwar ein paar Aliens, aber ganz ehrlich, das sind jetzt nicht so wild. Da guck mal, wie die da durchbraten. Ja, das geht. Schöne Sache, dadurch treibt